Punkt 33.15 an der Reihe. Hier gibt es einen interfraktionellen Antrag. Deswegen ist die Frage, wer ihn einbringt. Und in der Fraktionsrunde würden die Dissidenten dann beginnen. Herr Böhm, bitte schön. Kolleginnen und Kollegen, wir versuchen das heute auch mal mit einem Video, um vielleicht mal den Normalfall an der Stelle darzustellen. Das ist der Normalfall. Da haben wir noch keine besonderen Staus an der Seite. Wenn Sie mal so im Hintergrund schauen, da sehen Sie die Flügelwegbrücke ganz hinten und da sehen Sie, wie so langsam schon die Autos sich einbremsen. Das ist eine gute Zeit. Der ganze Verkehr steht. Darum reden wir. Also was ist das? Das ist die Westumfahrung. Das ist das letzte Stück der Westumfahrung. Das ist die Strecke, wo wir als Stadträte und die Landeshauptstadt beschlossen haben, dass der Verkehr, der in der Innenstadt nicht mehr, den wir dort nicht mehr haben wollen, auf der Großen Meißner Straße, wie ja gern die Grünen zukünftig dort eine große Verkehrsberuhigung haben wollen, Köpke Straße, Große Meißner. Das ist der Verkehr, der noch sich verstärken soll, der über die Westumfahrung gehen soll. Das heißt, jeden Verkehr, den wir dort, ich sage mal, anstauen, den wir dort behindern, bringt uns Verkehr in die Innenstadt. Bringt uns Verkehr in die Innenstadt. Und aktuell sieht es so aus, wir haben ja nun viele Unfälle, Baustellen und, dass der Passierpunkt so vom Fahrrad XXL am Anfang der Flügelwegbrücke, bis man dann mal in Kotta am Rathaus ist, das kann dann schon mal gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern in der Spitzenzeit. Aktuell, wenn ich so in Stadtrat radel, sehe ich fast jeden Tag mittlerweile so zum Nachmittag auf der Autobahn die LKWs stehen, weil wir dort eine zugestaute Autobahn haben. Und was machen die LKWs und die Leute? Sie flüchten. Und wo flüchten sie lang? Sie versuchen es über die Flügelwegbrücke und landen dort am Knotenpunkt. So, jetzt hat der Stadtrat ja in seiner Weisheit irgendwann mal eine ÖPNV-Beschleunigung beschlossen an vielen Stellen. Ein Problem sollte hier sein, dass sozusagen der Stau, der sich tagtäglich dort findet, dass dort die Busse schneller durchkommen. Nun ist das beschlossen worden. Ja, es war knapp, nicht mit unseren Stimmen, nein, in dem Fall nicht, Kollege Laczynski. Jetzt ist es beschlossen, nun haben wir uns gesagt, wie geht man damit um? Es kommt ja noch dazu, wir wollen demnächst die Meißner Straße bauen, das heißt, so Richtung Kotta, alle, die dann versuchen wollen, Richtung Autobahn und irgendwie darum über die Bahnhofstraße und Kossebauder Straße zu flüchten, das wird nicht funktionieren. Das kommt dann also noch dazu. Nun haben wir gesagt, okay, wir hätten gerne, deswegen haben wir gemeinsam mit den Kollegen von den Freien Wählern und von der FDP diesen Antrag gemacht, wir hätten das gerne sozusagen erstmal untersuchen lassen und mal die Auswirkungen auf die verschiedenen Knotenpunkte, auf das Rückstauen und untersuchen lassen. Und wir wollten gerne, dass sozusagen die Busspur als Verkehrsversuch vorgenommen wird. Wir haben hier übrigens die gleiche Formulierung gewählt wie unlängst beschlossen am Blauen Wunder, dort exakt die gleiche Formulierung wie am Schillerplatz. Ja, wir möchten das gerne, dass es ein Verkehrsversuch ist und dass man, bevor der Verkehrsversuch vorgenommen wird, doch sich mal mit den Verkehrsuntersuchungen auseinandersetzt und dann diesen Verkehrsversuch halt für eine gewisse Zeit vornimmt und mal schaut, was da passiert. So. Daraufhin haben die Verkehrsbetriebe viel Kredit bei allen Fachleuten im Ausschuss verspielt. Ihr großer Verkehrsfachmann hat uns dort mit einem Pinselstrich etwas eingezeichnet und hat uns gesagt, es hat ja überhaupt keine Auswirkungen auf die Knotenpunkte und es wird sich um 150 Meter der Stau verlängern und alles gut. Ja, was aber vergessen hat, und wenn Sie sich das hier angucken, hier gibt es eine Kreuzung, wo das dann alles nicht mehr so funktionieren wird, wenn man vom Emmerich-Ambros-Ufer kommt. Wenn der Stau richtig losgeht, dann wird sich auch der komplette Knotenpunkt an der Flügelwegbrücke, den wir schnell gemacht haben, dort haben wir eine der wenigen Unterführungen in Dresden, wickeln auf zwei Ebenen an. Was wird passieren? Die Leute werden versuchen, in die Innenstadt, über die Innenstadt zu flüchten, über die Hamburger Straße. Wir werden bei Stau diesen Knotenpunkt zumachen. Und dann wird sozusagen dieses Verkehrschaos dort in größter Manier sein. Und wo liegt eigentlich das wirkliche Problem? Seit 2017 haben wir eine Planfeststellung. Seit 2017 ist im Bereich von Herrn Kühn und seinem Vorgänger rumgedoktert worden, weil jemanden dort die Fahrradbeziehungen Wege nie gefallen haben. Seit 2017 wird rumgebaut
Und bis heute liegt noch nichts vor. Jetzt in den letzten Wochen ist nun mal eine Idee gekommen. Mal sehen, ob die funktioniert. Aber das tatsächliche Problem ist, man hätte hier schon lange baulich was tun können. Baurecht haben wir. Und jetzt soll eine Busspur das richten. Und vielleicht der letzte Satz noch von mir. Die Busspur wird ja mit Radverkehr kombiniert. Schön, wenn dann die Busse den Radfahrern hinterher zuckeln. Also so richtig Beschleunigung wird das nie. Herr Oberbürgermeister, Sie haben, ich würde mal noch mal 20 Sekunden rausnehmen, Sie haben irgendwann jetzt mal wohl gesagt, dass man nicht an jeder Stelle Radwege machen kann. Sehen Sie, das ist leider auch so eine Stelle. Hier haben wir haben ein bisschen Radweg, das ist nicht schön, es ist für alle nicht schön, aber wenn wir jetzt hier eine Busspur einführen, links auf der einen Seite und auf beiden Seiten Radspuren, dann wird es hier zum völligen Chaos an diesem Knotenpunkt kommen und die Westumfahrung, wo wir eigentlich den Verkehr hinhaben wollen, es wird genau das Gegenteil passieren. Der Verkehr wird sich wo ganz anders abspielen, wo wir ihn nicht haben wollen. Bitte, Herr Oberbürgermeister und liebe Kolleginnen und Kollegen, lehnen Sie den federführenden Ausschussbericht ab und stimmen Sie unserem Antrag zu. Und ich würde darum bitten, dass wir noch den Punkt 4 aus dem Stadtbezirksbeirat in Cotta mit übernehmen, wo es darum ging, dass es auch in Altstadt vorgestellt werden soll. Danke. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Die Sie hätten das Wort gewünscht. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Geht's? Jetzt. Hallo, Herr Oberbürgermeister. Nicht hallo. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Böhm hat jetzt mit dem Versuch der Unterstützung von Bildern, die einen zäh fließenden Verkehr gezeigt haben, aber hierhin floss er, versucht, jetzt hier ein Problem aufzuzeigen. Ich glaube, der Stadtrat, das Plenum ist nicht der Ort, um jetzt hier Fachdebatten zu führen. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mal sehr einfach, aber auf den Punkt zu bringen. Diese Frage ist uns im Bauausschuss sehr oft dargestellt worden. Sie ist uns auch sehr oft begründet worden. Die Stadtverwaltung hat aus meiner Sicht für mich überzeugend, ich bin kein Fachmann, ich kann es nicht nachvollziehen, aber für mich überzeugend dargestellt, dass das funktioniert. Es geht ja darum, dass der Bus dort, glaube ich, um 2 Minuten beschleunigt werden soll. Das ist eine riesige Menge, ist das. Und deswegen sage ich, kann man das politisch ganz einfach über einen ganz einfachen Kamm scheren. Überall dort, wo sich die Stadtverwaltung endlich und begrüßenswerterweise auf den Weg macht, für Gleichberechtigung aller Verkehrsträger, insbesondere des ÖV und des Radverkehrs, zu machen, macht die fossile rechte Seite dieses Stadtrates ein Problem auf. Wir haben diesen Antrag schon mal gehabt am Blauen Wunder. Ich weiß nicht, haben es, glaube ich, noch mal gemacht. Dann kommt dann die CDU mit ihrem Anhang dann jeweils mit einem Verkehrsversuch um die Ecke. Es ist einfach die ganz klare Politik, die bisherige Autovorrangpolitik soll seitens der politischen Rechten verteidigt werden, auf Teufel komm raus. Und da nimmt man sich jetzt jedes einzelne Projekt heraus, versucht es zu problematisieren. Außer Fachleuten versteht es keiner. Ich sage ganz offen, es ist wichtig, diese politische Zielrichtung der fossilen Rechten zu verstehen. Und ansonsten tue ich einfach mal der Stadtverwaltung und ihren Fachleuten insoweit vertrauen, dass das funktioniert. Und deswegen bitte ich um Ablehnung dieses Antrags. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wir hatten ja im vergangenen Herbst-Winter Besuch von der DVB bekommen, die genau diese Vorschläge bei uns auch in der Fraktion vorgestellt hat. Sie war wahrscheinlich auch in anderen Fraktionen gewesen. Wir hatten dort schon ganz klar kommuniziert, dass wir mit dieser Art der versuchten, ja, scheinbaren Lösung nicht einverstanden sind. Das betrifft einerseits natürlich die Tolkewitzer Straße, andererseits eben genau hier die Flügelwegbrücke. Wir hatten unsere Ablehnung ganz klar kommuniziert und es sollte mich wundern, wenn das andere Fraktionen anders gemacht haben, also zumindest wenn ich auf diese Seite des Stadtrates schaue. Die Änderungen kamen am Ende trotzdem, ohne den Stadtrat in irgendeiner Form zu beteiligen, ohne ihn zu fragen. Es wurde einfach durchgezogen.
Und deswegen ist es ganz richtig, dass wir jetzt hier im Stadtrat das Ganze auch nochmal diskutieren, dass wir uns wirklich auch über die Folgen und über die Auswirkungen dieser Maßnahmen hier eine Debatte führen und uns austauschen. Aus unserer Sicht ist diese Idee dort vollkommen abwegig, denn wir sind auch der Meinung, dass die Innenstadt, Herr Böhm hat es ja ein bisschen angedeutet, vom Verkehr entlastet werden sollte. Und die Innenstadt kann nur dann vom Verkehr entlastet werden, wenn wir starke, leistungsfähige Tangenten haben und einen geschlossenen Dresdner Ring haben. Nun ist genau diese Straße Bestandteil des Dresdner Rings, auch wenn er noch nicht geschlossen ist. Darauf ist Herr Böhm auch ebenfalls schon eingegangen. Da wird es allerhöchste Zeit, dass man in dieser Richtung was tut. Und in dieser Richtung sollten wir alle unsere Kraft intensivieren, dass wir an dieser Stelle die Durchlässigkeit erhöhen und nicht genau das Gegenteil machen, dass wir hier versuchen, wieder den Durchgangsverkehr und auch den Wirtschaftsverkehr weiter auszubremsen und Dresden damit unmöglich machen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir diesem Antrag heute auch zustimmen werden. Wir stellen uns gegen diese Verkehrspolitik ohne Sinn und Verstand und deswegen lehnen wir auch den federführenden Ausschussbericht ab. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich möchte es kurz machen. Ich habe mich auch der Bildsprache bedient. Bitte beachten Sie, dass der Plan gewestet ist und nicht genordet. Das hatte was mit dem Querformat zu tun. So kriegt man es besser drauf. Busspur am Flügelweg, warum sie gut ist, habe ich hier drauf geschrieben. Das ist der Ist-Zustand. Man sieht auf der rechten Seite, kommt die Flügelwegbrücke an. Ich habe mal markiert, wo die Buslinie in den Hauptverkehrsstrom einmündet und dann eben bis zum Gymnasium Kotta gemeinsam mit den anderen Fahrzeugen im Stau steht. Das ist sozusagen das Problem, was die DVB lösen wollen. Das Problem liegt vor allem im Berufsverkehr am Nachmittag. Da ist die Staulänge bereits jetzt am längsten. Ich nehme an, das Video, was wir gesehen haben, war auch aus diesem Zeitraum. Jetzt steht der Autoverkehr dort im Wesentlichen in zwei Spuren. Das ist der Lösungsvorschlag, den die DVB beantragt hat und die Straßenverkehrsbehörde genehmigt hat. Die straßenverkehrsrechtliche Anordnung, hat uns der Baubürgermeister gesagt, liegt auch bereits vor. Wird so aussehen, dass der Bus dann eben auf einer eigenen Spur am Stau vorbeifahren kann. Es hat verkehrsrechtliche Gründe, dass das ein Radweg mit ÖPNV frei sein wird. Es lässt sich einfach leichter anordnen. Das Argument, dass man dann hinter einem Fahrrad herzuckeln muss, das halte ich für zwar korrekt, aber es wird der Sache keinen Abbruch tun, denn langsam hinter einem Fahrrad herzufahren ist immer noch besser, als im Stau zu stehen. Man sieht dann hier, unten rechts habe ich es markiert, der Autostau wird länger werden. Das prognostiziert die Verwaltung und das ist auch sehr plausibel. Das habe ich hier mit dieser gestrichelten Linie versucht darzustellen. Die Zahl genau spielt keine große Rolle, denn jetzt ist die Frage, werden die Autofahrerinnen und Autofahrer länger brauchen in ihrer Reisezeit? Die Leistungsfähigkeit des Knotens, und das ist immer das, was eben am wichtigsten ist, um zu werten, wie die Verkehrsqualität für die einzelnen Verkehrsteilnehmenden ist, wird nicht geändert. Das heißt, in der gleichen Zeit können dieselbe Anzahl Fahrzeuge die Kreuzung passieren. Das heißt, der Rückstau, den es einfach gibt, der dort von dem Knoten herkommt und der davon kommt, dass es eine große Menge an Fahrzeugen dort gibt und nicht davon, dass dort auch ein Bus fährt, wird sich also verlängern. Die Strecke wird länger. Aber die Autos stehen ja jetzt in zwei Reihen. Das heißt, die Staufläche bleibt gleich, wird nur anders aufgeteilt. Die Autos stehen dann hintereinander und nicht mehr nebeneinander. Es kommen aber unabhängig davon an der Kreuzung vorne nicht mehr oder weniger Fahrzeuge über die Grünphase. Die rechte Seite hört jetzt gerade nicht zu, ich weiß nicht warum, aber es führt jedenfalls dazu, dass die zeitliche Dauer des Staus sich nicht verändert. Und Fun Fact, wenn dadurch, dass der Bus schneller wird, mehr Leute in den Bus steigen, haben die anderen, die noch Auto fahren müssen, zum Beispiel, weil sie Handwerker sind und eine große Sache transportieren wollen, haben dann weniger Stau. Und das ist genau der Effekt, der eintreten wird. Und jetzt kann ich noch dazu sagen,
Wenn die Straßenverkehrsbehörde in Dresden etwas genehmigt, dann haben die das 5-mal vor- und zurückgeprüft und ich glaube nicht, dass sie dazu neigen, Verkehrschaos anzurichten. Ich vertraue in dem Fall tatsächlich, so wie Kollege Lichti auch, dem Verwaltungshandeln und das ist der letzte Punkt, den ich noch anfügen möchte. Es gibt hier eine verkehrsrechtliche Anordnung, die ist erlassen worden. Es ist ein Verwaltungsakt, mit dem wir als Stadtrat in der Regel überhaupt nichts zu tun haben. Und ich glaube, falls es eine Mehrheit für den Antrag der CDU-Fraktion bzw. den interfraktionellen Antrag gibt, dann dass der rechtswidrig ist und uns eigentlich nicht zusteht. So viel dazu. Wir hätten es schon längst tun sollen, ist mein Fazit, was ich hier unten hingeschrieben habe. Denn der Bus wird schneller, es wird attraktiver für den Dresdner Westen, den ÖPNV zu benutzen. Es gibt zusätzlich den Effekt, dass der Radverkehr rings um das Gymnasium Kotter ein sichereres Angebot bekommen wird. Und selbst der Autoverkehr wird kaum Reisezeitverluste hinnehmen müssen. Insofern, gute Sache, das sollten wir einfach tun. Vielen Dank. Wir gehen weiter in der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Ja, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, die beeindruckende Bildvorführung von Herrn Stadtrat Böhm hat ja gezeigt, also der ÖPNV war jetzt nicht der Stauverursacher, das muss man mal ganz klar sagen. Es war der MIV, es war ein Rückstau von ein großer Anfall von Personenkraftwagen, einzelne Lieferwagen. Das heißt, dieser Knoten ist überfordert. Und insofern ist es eigentlich nicht fernliegend, wenn es eine Möglichkeit gibt, den ÖPNV hier eine Brücke zu bauen und aus diesem Stau herauszufahren, dies auch zu tun. Insofern erschließt sich der Linken dieser Antrag nicht. Und es ist auch nicht erkennbar, dass, wenn das jetzt unterlassen wird, diese verkehrsrechtliche Anordnung, es soll ja auch nicht unterlassen werden, sie wollen es als Verkehrsversuch. Sagen wir es so rum, wenn jetzt diese Anordnung stattfindet, dann haben Sie ja Ihren Verkehrsversuch. Und dann wird die Zukunft weisen, ob man an dieser Anordnung festhalten kann oder ob man nicht festhält. Und insofern wäre es eigentlich vernünftig gewesen, einen anderen Antrag zu stellen, dem man auch zustimmen könnte. Der Antrag hätte vielleicht geheißen, der Oberbürgermeister wird beauftragt, die verkehrsrechtliche Anordnung an der Flügelwegbrücke nach spätestens einem Jahr hinsichtlich der Veränderung der Verkehrszeiten von MIV und ÖPV und möglicher Verkehrsverlagerungen zu evaluieren und dem Stadtrat zu berichten. Das wäre ein fairer Antrag. Da wüsste man dann, woran man ist. Hat sich die Verkehrszeit für den MIV verlängert? Hat sie sich für den ÖPNV verbessert? Oder hat es vielleicht Verkehrsverlagerungen gegeben an Stellen, wo man sie in der Tat durch Wohngebiete, Schleichverkehr, wo ich mir das nicht vorstellen kann, wie man das umgehen kann, da würden die Leute jetzt schon machen. Also die Verkehrssituation ist ja jetzt schon so schlecht, dass man eigentlich erwarten würde, dass diese Verkehrsverlagerungen eigentlich stattfinden würden. Aber das ist nicht der Fall. Insofern greift dieser Antrag den Problempunkt nicht auf. Und da werden wir ihn ablehnen. Wie gesagt, diese Evaluierung, die ich gerade vorgeschlagen habe, die kann man auch mal per Anfrage erledigen oder einen anderen Antrag stellen. Ich denke mal, wir sollten in diesem Fall der ÖPNV-Beschleunigung auf dieser Extrabusspur eine Chance geben und beobachten, was passiert. Und ich denke mal, dass dem MIV hier auch kein großer Schaden entsteht. Die Situation ist dort schlecht. Dieser Knotenpunkt muss baulich verändert werden. Wir hoffen, dass das auch bald passiert. Aber hier nur jetzt einen Verkehrsversuch zu deklarieren und von hinten durch die Brust ins Auge versuchen, an einer verkehrsrechtlichen Anordnung vorbeizukommen, scheint nicht zielführend zu sein. Ich danke Ihnen. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja in dem Stadtrat ja manchmal das Gefühl, dass wir wie in so einer Zeitschleife sind. Also ich kann irgendwie diese Anträge nehmen, dann tue ich einfach irgendwie ein paar Straßennamen austauschen und dann führen wir dieselbe Debatte irgendwie alle 4 Monate. Das ist ein bisschen ermüdend und ja, ich will es trotzdem versuchen, hier auch weiter sachlich zu betrachten. Also
man kann natürlich immer darüber diskutieren, wie man sowas jetzt ganz konkret ausgestaltet. Ne? Sicherlich, ich habe mir das, die Planungen der Verwaltung auch angeguckt, als die uns im Ausschuss vorgestellt worden sind. Man könnte zum Beispiel auch nochmal diese Frage erörtern, warum wurde eigentlich die Sperrfläche, die es vom Gymnasium Cotta gibt, nicht in diese Busspur einbezogen? Warum hört die dann dort einfach auf? Solche Fragen könnte man sicherlich diskutieren. Man könnte sicherlich auch mit der Verwaltung in den fachlichen Austausch gehen, wie man Planung noch optimieren könnte. Das ist alles produktiv, aber eigentlich nicht das Geschäft dieses Stadtrats, weil der Stadtrat für verkehrsrechtliche Anordnung nicht zuständig ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Verwaltung mit diesem Antrag umgehen wird und würde tatsächlich auch die Verwaltung da nochmal um eine Stellungnahme bitten. Wie gedenken Sie denn mit diesem Antrag dann ganz konkret auch umzugehen? Weil er natürlich für die Verwaltung auch mehr Aufwand produziert. Verkehrsversuch kann ein sinnvolles Instrument sein, aber bedeutet natürlich, dass ich im Zweifelsfall Dinge hinstelle, die ich dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr wieder abmarkiere. Und das erfordert planerischen Aufwand, das erfordert Personalaufwand und kostet auch Geld. Und das Geld muss man wirklich auch sinnvoll einsetzen. Ich will aber eigentlich im Kern darauf hinweisen, dass dieser Antrag ja in einer Reihe auch von anderen Diskussionen hier auch zu sehen ist, die wir in diesem Stadtrat immer wieder führen. Das Stichwort Tolkewitzer Straße fiel schon, wo wir genau dieselbe Diskussion geführt haben. Die CDU hat auch mal ihre Skepsis kundgetan bezüglich Erweiterung Sperrfläche auf der Marienbrücke, die auch dem ÖPNV nutzen würde. Und genau dieselbe Fraktion sagt hier in der Aktuellen Stunde zum Thema Haushaltssituation der Stadt, ja, bei der DVB gäbe es ganz, ganz große Probleme und irgendwie das Stichwort Missmanagement oder sowas fiel da, glaube ich. Das ist doch Unsinn. Da muss man doch einfach mal A und B dann auch zusammenbringen und klar sagen, okay, entweder ich sage der DVB, sie ist unwirtschaftlich, da muss ich aber auch die Maßnahmen ergreifen, damit sie wirtschaftlicher werden kann. Und jedes eingesparte Fahrzeug auf den relevanten Buslinien hier in Dresden bringt uns mehrere hunderttausend Euro Ergebnisverbesserung. Und man kann natürlich sagen, das wollen wir nicht, das ist legitim. Aber dann erwarte ich auch, dass man klar sagt, okay, wir sind bereit für die DVB zu zahlen, der freie MIV in Dresden ist es uns wert. Das ist legitim, aber dann seien Sie zumindest ehrlich bei dieser ganzen Debatte. Und ich will das wirklich auch nochmal deutlich sagen, der Antrag bietet aus unserer Sicht keine Lösung. Wir werden ihn deswegen auch ablehnen als Fraktion. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da in einen fachlicheren Austausch auch mit der Verwaltung kommen, konkret gucken, wie wir Dinge vielleicht besser noch machen können. Aber diese Herangehensweise, die ermüdet mich einfach. Und auf diese Diskussion habe ich keine Lust mehr. Und ich würde mich einfach freuen, wenn der Stadtrat sich heute gegen diesen Antrag entscheidet. Danke. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Zastrow, bitte. Also ist das mit der Zeitschleife? Habe ich nicht so etwas Ähnliches letztens gesagt? Das ist so. Deswegen kann ich es ja auch relativ kurz machen und will Sie aber nicht enttäuschen, weil das erwarten Sie ja auch alle zusammen. Das ist halt diese fatale linksgrüne Verkehrspolitik, die wir seit Jahren hier erleben und die gegen die Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner gerichtet ist. Hier wird der Johannes erzählt hier, dass er keinen kennt, der das ist. Das sollte man zur Kenntnis nehmen, wie sich der Dresdner im Allgemeinen fortbewegt. Und dass das Auto immer noch auf Platz 1, da kann man gerne was anderes sich wünschen, aber es ist so. Und deswegen meine Hoffnung, wann ist Wahltermin nächstes Jahr? 9. Juni, wann war es? Ich glaube, 9. Juni. Ich setze komplett auf den 9. Juni und ich werde Sie da auch gar nicht laufen lassen. Sie können alle gerne Ihre Verkehrspolitik in Ihre Mischpoke reinsetzen. Machen Sie das alles selbst gleich. Wir stimmen das ab. Glauben Sie mir, das kriegen wir hin. Und dann werden wir sehen, wie es ist. Und da hoffe ich doch, dass es eine neue Entscheidung gibt. Ein Hinweis sei mir aber, lieber Johannes, weil du es auch angesprochen hast, gestattet. Das ist natürlich alles auch sehr drollig. Und auf diese Begründung warte ich ja in jedem Bauausschuss und ich kriege sie nie. Weil wenn, dann müsste Ihre Politik wenigstens konsequent sein. Und das ist sie nie. Weil an allen anderen Stellen in Dresden schieben Sie den Individualverkehr aufs Gleis. Das heißt, dort, wo sich Bus und Bahn, lieber Kollege Engel, momentan gut eigenständig voranschieben können, stellen Sie neuerdings die Autos mit drauf. So viel zum Thema Beschleunigungseffekte. Dort, an dieser Stelle, machen Sie es jetzt mal genau umgedreht. Dann nehmen Sie plötzlich den Bus wieder raus und eine eigene Spur schaffen, was ganz Neues.
Sie ordnen den Bus hinterm Fahrrad an. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder für eine neue Idee ist, die man hier hat. Also, dass jetzt der öffentliche Nahverkehr hinterm Fahrrad fahren muss. Aber das, was Sie tun, ist in keiner Weise logisch, ist überhaupt nicht nachvollziehbar und ist abzulehnen. Deswegen stimmen Sie bitte dem Antrag zu. Ich glaube, das hilft der Mehrheit der Dresdner weiter. So, es geht weiter mit Thorsten Nitsche. Versuch macht klug. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir müssen uns schon die Frage stellen, ob wir wollen, dass unsere Verwaltung in Dresden klüger wird oder ob wir, so wie einige der Vorredner, ja, weiter Erkenntnisverweigerung betreiben wollen. Wir sind der Meinung, Versuch macht klug. Das ist ein schönes Motto und es zeigt uns, dass ein Versuch einen Wert hat, egal ob er klappt oder nicht. Und Versuche, so liebe Nichtfachleute, Versuche können auch neue Erkenntnisse bringen. Aus Versuchen kommt Fortschritt und aus Versuchen entsteht Neues. Das kann Standard werden, aber es kann sich auch als falsch erweisen. So, meine Damen und Herren, worüber reden wir? Wir reden über zwei Maßnahmen, die Verwaltung gern möchte, und zwar die Fahrzeiten der Buslinien 70 und 80 reduzieren. Eine der Maßnahmen ist die Errichtung einer sogenannten Umweltspur. Die zweite Maßnahme, über die heute gar nicht gesprochen worden ist, ist die Verlegung des Fahrtwegs der Linie 70 und 80 auf die Thonbergstraße. Diese Verlegung des Fahrtwegs bringt übrigens 2 Minuten aufgrund einer Verkürzung des Fahrwegs, ohne dass andere belastet werden. Nun zur zweiten Maßnahme, der Schaffung einer Busspur durch den Wegfall einer Fahrspur für alle. Das sollten gerade diejenigen gut zuhören, die sich immer für alle einsetzen. Meine Damen und Herren, wir wollen einen Verkehrsversuch auf dem Flügelweg, weil wir Interesse daran haben, dass es läuft, beziehungsweise dass es rollt, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. Ja, sind wir ehrlich, wir befürchten eine massive, eine wesentliche Verschlechterung des Individualverkehrs bei der Sperrung einer Fahrspur. Und es kann auch zu Fahrzeitenverlängerungen des Busverkehrs kommen. Das stimmt, aber eigentlich auch nicht so richtig, denn es wird zu keiner Fahrzeitverlängerung für den Busverkehr kommen. Die bleibt, wie sie ist. Nein, die wird sogar noch schneller, denn wir haben ja schon die erste Maßnahme, über die ich gerade schon gesprochen habe. So, meine Damen und Herren, wir alle wissen nicht, ob die Vermutungen, die die Verwaltung angestellt hat, stimmen. Und wir wollen aber wissen, ob das stimmt, was die Verwaltung vermutet. Und wir wollen, dass nach einem halben Jahr den Stadträten und den Stadtbezirksbeiräten die Ergebnisse vorgelegt werden, sodass wir vor Ort drüber diskutieren können. In Pieschen, in der Altstadt und in Kotta. Deswegen meine Aufforderung an Sie: Nehmen wir den Beschluss des Stadtbezirksbeirats Kotta zur Grundlage, damit in allen 3 Stadtbezirken darüber informiert werden kann. Ich beantrage hiermit nochmal ganz offiziell: Beschlussgrundlage soll der Beschluss aus Kotta werden, der übrigens auch von Grünen mitgetragen worden ist. Und lassen Sie uns dann nach einem halben Jahr über die vermuteten Einsparungen reden, ob sie eingetroffen sind, für wen sich die Situation verschlechtert hat, für wen sie sich verbessert hat. Und lassen Sie uns einen Versuch durchführen. Vielleicht wird die Verwaltung klüger, denn wir wissen ja alle, Versuch macht klug. Vielen Dank. So, jetzt hat sich Veit Böhm noch gemeldet, dann Frau Kaspari, und dann würde ich mal fragen, gibt es weitere Wortmeldungen?
Das ist nicht der Fall. Dann würde Herr Kühn noch mal aus Sicht der Verwaltung antworten und dann würden wir hier den Sack zubinden. Dann würden wir die Reihenfolge ändern. Frau Kaspari zuerst und Veit Böhm Schlusswort. Aber vorher nehmen wir noch nach Frau Kaspari Herrn Kühn. Nicht so jetzt. Sehr geehrter Herr Donhauser, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eine Sache von Herrn Sastrow gerne korrigieren. Es stimmt einfach nicht. Der MIV, der Autoverkehr, ist nicht das Verkehrsmittel Nummer eins. Das zeigt die Erhebung der Städte, die repräsentative Erhebung der Haushaltsbefragung. Hier können Sie sehen, das wird deutschlandweit erhoben. 36% ist Autoverkehr und der ganze Rest ist Umweltverbund. Fahrradverkehr 18 und ÖPNV 20%. Zusammen sind diese beiden Verkehrsmittel 38%. Und das sind die, die hier gefördert werden in diesem Fall. Das sind 38%. Und nur 36% der Verkehrswege werden mit dem Auto zurückgelegt. Dann schauen Sie sich diese Straße mal an, wie viel Anteil der Autoverkehr belegt und wie viel Anteil er in dieser Stadt hat. Das ist völlig unverhältnismäßig und es ist gut, dass Radverkehr und Busverkehr endlich auch mal etwas mehr Vorrang bekommt. Vielen Dank. Okay, da wollen wir, bevor das Schlusswort gehalten wird, noch mal Herrn Kühn zu Wort kommen lassen. Herr Kühn, bitte. Bitte? Nee, machen wir jetzt und dann machen wir das Schlusswort. Dann machen wir es jetzt. Also, meine Damen und Herren, die Maßnahme ist Teil des Sofortprogramms ÖPNV-Beschleunigung. Das Beschleunigungsprogramm für den ÖPNV ist Bestandteil der von der Landeshauptstadt Dresden und den Technischen Werken verabschiedeten Finanzierungsgrundlage der Dresdner Verkehrsbetriebe, ist also bereits im Wirtschaftsplan der Verkehrsbetriebe inkludiert. Die Maßnahme geht bis zur Thunbergstraße und hier wird eine Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept mit Priorität 1 umgesetzt. Das Radverkehrskonzept ist im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme dient im Übrigen am Schulstandort auch der Schulwegsicherheit, wenn dort durchgehende Radverkehrsanlagen geschaffen werden. Für die Umsetzung der Umweltspur liegt bereits eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung vor. Eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung ist eine Angelegenheit, die eine Weisungsaufgabe darstellt, die in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters liegt. Der Stadtrat würde mit einem Beschluss hier in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters eingreifen. Für straßenverkehrsrechtliche Anordnung ist die Landeshauptstadt Dresden als untere Straßenverkehrsbehörde ausschließlich an die Straßenverkehrsordnung und die zuständigen Verwaltungsvorschriften sowie die Weisung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr als obere Straßenverkehrsbehörde gebunden. Eine Entscheidungskompetenz des Stadtrats oder eines Fachausschusses besteht nicht. Vielen Dank. Veit Böhm mit dem Schlusswort. Sehr geehrter Kollege Donhauser, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz noch das Schlusswort, vielleicht noch mal zu zwei, drei Dingen. Lieber Kollege Kühn, verkehrsrechtliche Anordnung hin und her, wer baut das politisch aus? Die Stadträte, denen wird die Frage gestellt, ob sie noch ganz klar sind, solche Maßnahmen anzuordnen, wenn dann eine Stunde Stau ist an der Stelle. Und jetzt rede ich. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 2 ist Verkehrsversuche. Mein lieber Herr Kühn, funktionieren nicht bloß dort, wo sie Ihnen passen, sondern auch dort, wo der Stadtrat als souverän der Meinung ist, dass das durchgeführt werden soll. Jetzt nochmal einen Weg an die Grünen. Nochmal was Technisches. Das gehört zur Wahrheit. Es sind zwar zwei Spuren, aber die Wirklichkeit ist die, dass in der einen Spur der Verkehr viermal so schnell läuft wie in der anderen. Das bedeutet, dass sich nicht einfach nur die Länge des Staus um die einfache Länge der Busspur verlängert, sondern das Vierfache. Und wir werden alle sehen, was dort am Knotenpunkt passiert und ob denn überhaupt, wenn die Meißner Straße gebaut wird auf absehbare Zeit, ob denn der Bus überhaupt seine Busspur erreicht oder ob er sich dann auf der vierspurigen, vollgestauten Flügelwegbrücke hinten anstellt.
Also wie gesagt, stimmen Sie der Beschlussvorlage nicht zu, sondern stimmen Sie mit uns gemeinsam der Beschlussempfehlung von Kotter zu. Dann wird den Stadtbezirksbeiräten und dem Ausschuss nochmal eine ordentliche Verkehrsuntersuchung vorgestellt, nämlich auch das, was an den anderen Knotenpunkten wie Emrich-Ambros-Ufer, wie Flügelwegbrücke etc. passiert. So einfach kann es nicht gehen. Bitte unterstützen Sie unser Vorhaben. Vielen Dank. Vielen Dank. Da würden wir jetzt zum Abstimmungsverfahren kommen. Ich würde zuerst abstimmen lassen, den Antrag der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger als Beschlussgrundlage den Bericht Kotter zu nutzen. Wenn das keine Mehrheit finden sollte, würde ich dann die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zur Abstimmung bringen und dann schauen wir weiter. Also würde ich zunächst erstmal aufrufen, wer seine Zustimmung geben kann, die Beschlussgrundlage, den Bericht aus Kotter zu nutzen. Den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das wäre mit 34 Ja, 32 Nein so bestätigt. Da würde ich jetzt diesen Bericht aus Kotter zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 34 Ja, 32 Nein, 0 Enthaltungen so bestätigt. Vielen Dank und ich würde dem OB weiter übergeben.